Dürfen Frauen Gräber besuchen? Hier gibt es eine Meinungsverschiedenheit unter den Gelehrten. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, dass diese Frauen, die Gräber besuchen, dass sie verflucht sind, dass der Fluch auf ihnen liegt. Und hier kommt diese Meinungsverschiedenheit dadurch zustande, dass einige Gelehrten diesen Hadith nicht allgemein genommen haben, sondern bezogen auf verschiedene Frauen, die an diesen Gräbern verbotene Sachen machen. Zum Beispiel das Kreischen, also das sehr laute Weinen. Wir reden nicht vom normalen Weinen, das ist erlaubt, dass eine Person normal weint für eine verstorbene Person, das ist menschlich. Aber wir reden von diesem Kreischen, das ist nicht erlaubt. Oder sich die Haare rausreißt, oder sich auf die Brust schlägt, oder sich die Kleidung aufreißt. Und einige Gelehrte haben das sozusagen verbunden mit diesem Hadith. Sie haben gesagt, wenn die Frau sich an diesen Grabstätten so mit sich umgeht, ja, sich die Haare rausreißt und drum schreit, dann wird sie verflucht und dann ist das nicht verboten, dass sie, wenn sie davor sicher ist und auch wenn sie sicher ist vor diesem Schirk, denn natürlich die Frauen sind emotionaler, ja, wenn sie sicher ist vor diesen Sachen und vor dem Schirk an diesen Gräbern, dann darf sie dorthin gehen. Aber das Offensichtlichere ist, dass dieser Hadith allgemein zu verstehen ist und dass die Frau allgemein nicht Gräber besuchen darf. Ja, ذاكر الأصحاب كن متأدبا.